Hallo und herzlich willkommen zum LS17 auf der Map LPG Schwarzen Pumpe. Mit vollen Elan zum Samstag mit den Tom, Matze und dem Manus. Hallo. 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 Oh ja, voll Elan, das gibt's ja wohl nicht. Ah, oh, Manus immer noch schlecht. Manus immer noch hinlegen wollen. Manus immer noch, glaube ich, krank sein. Aber heute zum Samstag, es war nicht der Aufnahmetag, ist Montag, aber zum Samstag bin ich zumindest auf der FarmCon. Stimmt, ist der 14. genau. Richtig. FarmCon, das heißt, es gibt News. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich es mache, ich weiß ja nicht, wie schnell das Ganze gehen wird. Ah, ich werde früh hinfahren und Nachmittag zurück, und Abend zurück. Ich muss mal gucken, wann ich dort zurückfahren kann, weil ich weiß noch nicht, wann das so zu Ende ist. Aber ich wollte entweder direkt die Videos schnippeln und hochladen. Video, also ich werde Videos aufnehmen und werde euch ganz, ganz viele Notizen machen, was es Neues geben wird. Oder ich mache direkt einen Livestream, wenn ich zu Hause bin. Da bin ich mir noch nicht sicher, was mich auch ein bisschen reizen würde, wenn ich ehrlich bin. Oder ich mache beides. Ja, aber wirklich beeilen. Ja, aber gut. Ich bin Freitag Sonnabend auf alle Fälle in Hohenstein beim Motorradrennen. Zwar eine andere Rennstrecke, sondern eher drumherum und schauen wir mal das ganze Trubel dort an. Und es gibt gerade Geld. Es soll ja, wenn es dumm geht, voraussichtlich der letzte Grand Prix bei uns in der Ecke sein, am Sachsenring. Die können sich mit dem ADAC wieder nicht einigen. Traurig, traurig, diese Welt. Der ADAC will unbedingt eine Bürgschaft vom Land Sachsen haben. Risiko. Und, ja, es geht wie immer ums Geld. Schade eigentlich drum, da der Sachsenring hier bei uns nach Spanien die zweitmeisten Zuschauer immer hatte im Motorrad WM Grand Prix Zirkus. Ja. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, gibt es denn zu FarmCon auch schon den Release-Termin, wenn der LS19 rauskommt? Das kann ich ja alles noch nicht sagen. Oh, gut, aber okay. Wenn ihr was wissen wollt, was ich fragen soll, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Das ist alles kein Problem, weil ich sitze ja dort nur mit den Entwicklern an einem Tisch. Dann hast du jetzt offiziell die erste Frage. Der genaue Release-Termin. Genau. Ja. Oder der ungefähre erstmal, wenn sie noch keinen genauen haben. Ungefähr wurde halt schon genannt. Der ungefähre wurde ja schon genannt. Wichtig wäre, ob es auch die ganzen Lenkräder hat zwar... Ja. Nein, kann ich schon sagen, ja, wird es unterstützen. Hat zwar schon... Bloß bei den Elternlenkrädern muss man auch gucken, ob die funktionieren. Das ist, weil die hatte mal eine Liste gesehen von Lenkrädern, die unterstützt werden. Da ist ja zum Beispiel unser Lenkrad nicht mit aufgeführt gewesen, muss man halt dann später ausprobieren. Darum sage ich das ja. Welches Lenkrad habt ihr? Ja, das Logitech Driving Force GT. Kann ich, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall das Zytec unterstützt wird. Weil das war ja auch oft gefragt, wird das LS17 Lenkrad im LS19 gehen? Ja, natürlich wird es das. Und Logitech G29, 27 und so weiter, das wird alles unterstützt, ja. Naja, das ist doch mal so, dass da den Logitech ja. Aber dass es eine Liste gibt mit den Lenkrädern, die unterstützt werden, die muss ja ziemlich inoffiziell sein, die Liste. Nicht unbedingt, du musst bloß mal bei Randy ins Video reingucken. Ja, genau, Randy hat das gezeigt. Mit der Liste, die unterstützt werden? Ja. Ja. Ja gut, wenn es da klare Aussagen gibt, was unterstützt wird und was nicht, dann ist es leider so. Ja, wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Einfach ausprobieren. Nee, die haben zwar genannt, die auf jeden Fall unterstützen, und bei den anderen Lenkrädern hat man halt gesagt, da muss man halt gucken, wenn es dann soweit ist. Achso, ne, das ist ja schon wieder ganz was anderes. Wohingegen eigentlich Logitech eine große Firma ist, da waren sie wohl. Und das, was wir haben, ist ja nur auch nicht so alt. Das dürfte wohl noch funktionieren. Also schon, das hat schon seit 2 Jahren, das der Driving Force. Das ist schon zwei Jahre alt. Das ist ja nicht alt. Weißt du, wie lange ist das? Boah, bitte, ey, was ist denn jetzt mit dem Tempomat hier? Weißt du, wie lange es das G27 gab?
Bevor das G29 rauskam, also da waren 2 Jahre, waren da reichen da definitiv nicht. Gab es bedeutend länger. Aber wie gesagt, werden wir ja sehen. Ist ja kein... ja. Interessant werden die bewegten Bilder. Ja, das stimmt. Lass du mal spielen. Ja, das auch. Hat die echten Bilder im Spiel und nicht bloß die gerenderten und alles. Ja, das war ja ein CGI-Trailer. Och, Tempomat, was ist denn das Problem? So, dann miete ich uns mal noch einen Betrügerflug. Dann wird langsam mal das Feld fertig kriegen. Das, der Knopf hier rum mit dem Tempomat, ah, der geht immer wieder raus. Und ich habe das Spiel rausgetappt, schön. Ja, was wollte ich sagen? Ja, also man soll es wohl anspielen können. Es wird auf jeden Fall bewegte Bilder in-game ohne irgendeine Bearbeitung oder sonst was. Also wirklich eins zu eins. Aber die wirst du wahrscheinlich doch nicht zeigen dürfen anschließend, oder? Doch. Echt? Okay. Ja. Ich glaube nicht, dass es für irgendwas dort eine Zensur geben wird. Also das, was auf der Farmcon gezeigt wird, darf dann auch veröffentlicht werden. Ja, weil ich meine, dass das irgendwie damals beim letzten Farmcon, wieso war das, glaube ich, danach noch nicht irgendwelche In-Game-Bilder gezeigt werden durften. Nee. Boah, kann ich mich jetzt auch täuschen. Also, ich glaube... Jetzt müsste eigentlich Geld kommen, ja? Nö, im Moment kommt noch kein Geld. Warum keins? Also es kam was, aber es kommt ja zum Moment nichts mehr. Ey, wir können doch hier nicht die ganze Woche flügen, Alter. Ja, ich hole doch schon den großen Flug. Ja, die 3 Folgen. Ja, ich muss ja nur erstmal die Kohle reinschaffen. Jetzt hat gerade eine Ladung Silage verkauft, damit noch mit Geld reinkommt. Ja, ja, 18.000 haben wir drum gerade. Den Flug habe ich aber auch schon gemietet, also von da die 18.000 haben wir doch fest. Dann lass den Flug da oben stehen, dann hol ich den jetzt fix hier. Ich bin direkt hier rum. Ich lass den anderen Flug mal auf dem Ding stehen. Ich muss ja mal einen anderen Flug dranhängen, Alter. Seit 2,5 Folgen hier mit dem Dings, das geht ja nicht. Aber lass ihn bitte nicht auf dem Feld, ne? Ja, er steht nicht im Weg, keine Angst. Ich bring den Rossi trotzdem mal mit hoch, falls der andere das nicht schafft, dass du den Rossi nehmen kannst. Weil der sagt Tom ja, dass er das auf jeden Fall schafft. Das Feld ist eigentlich relativ eben, das müsste da trotzdem schaffen. So. Kurz gucken, kein KI-Verkehr drüber über die Kreuzung. Aber doch, das Lustigste, wo ich letztes Mal in Leipzig gewesen bin, ne? Läufst du so die Straße und guckst immer so um die Straße und dann steht da mal eben so ein W50 drum. Einfach so an der Straßenkante. Und der war noch angemeldet und alles, also der war wohl noch im Betrieb gewesen. Ach, die stehen ja überall rum, nicht klar, die waren noch weiter genutzt. B50, ja, sogar gar nicht wenig. Die werden auf jeden Fall noch genutzt. Jetzt werden Bilder gemacht. Schalalalala. Jetzt werden Bilder gemacht. Schalalalala. Lala. Lalala. Lalala. Lala, lala. Ich bin aber auch dermaßen. Oh, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das Wetter schlaucht einfach nur. Auch diese. Hier in dieser Zeit rumgehen, ey. Einfach so schlappern abgekämpft. An welche Ecke hast du jetzt den Flug abgeparkt? Da, wo ich gerade bin. Ach, dort. Ja, dort oben, ne?
Wieso, Tom, wolltest du mitfliegen, oder? Ja, ich habe ja meinen anderen Zettel noch hier am Feldrand stehen und das Gras habe ich ja jetzt gleich so weit gerettet. Ich glaube, da kann man jetzt auch langsam anfangen zu düngen, oder? Eigentlich kannst du anfangen zu düngen jetzt. Rostig steht ja auch, falls er noch gebraucht wird. Tap, tap, tap. Wo ist der Traktor? Jetzt kommt der Rosti, der gleiche wie ich hab. Der Rosti, der gleiche wie ich hab. Nein. Nee, der Rosti soll, glaube ich, noch was stärker sein. Kannst du mir den mal bringen, bitte? Was? Ich denke, der steht am Feld. Ja, und ich bin jetzt am anderen Seite des Feldes. Ja, der schafft das aber nicht hier. Da steht ja da, wo du drin bist. Am anderen Seite des Feldes ist ja am anderen Seite. Es ist genau hier, wo ich bin. Ja, ich da war jetzt aber gerade im Betrag auf der anderen Seite. Ja, war wohl bei der Simse. Ach so. Hier dann. Der ist jetzt einmal nochmal rund oder was? Jetzt. Gino. Wie bitte? Ja, ja. Okay. Ordentliches Vorgewende hier. Das wäre sehr schön. Aber wieso kann ich jetzt gerade. Der ist aber nur ganz wenig leistungsoptimiert, oder? Ja, nicht klar. Wo der andere gar nicht mehr fährt, fährt er halt einfach mal los mit 17 km/h. Oder 12. Ich mach gleich hier die Grünstreifen noch weg. Deine Ecke da? Ja. Okay. Und ich versuche mal jetzt noch den letzten Grashalme zu retten, bevor Rosti kommt. Ach, zu spät. Ja. Rosti war schon da. Ja, unser rostiger Nagel. So, alter Schwede, das Feldflügen ist natürlich, na gut, es ist fast eine Wochenaufgabe, das war ja von vornherein klar. Du musst aber noch froh sein, dass du nicht alleine alles machen müsstest. Du wirst ein ganzes Jahr unterwegs sein. Da würde hier der Cosplay fahren. Nicht alleine machen, das ist ja... Gar nicht alleine machen, du bist ja 3 Wochen unterwegs. Ja. Ach, machst du jeden Tag eine Folge von einer Stunde? Ja. Weil ich ja nichts zu tun habe. Kann ich mir das auch geben. Jeden Tag eine Stunde. Nee, das wird nichts. Die Zuschauer wird's feiern. Ah ja. Aber soll der allen Spaß machen? Na ja, klar. So. Ah, oh, Winter wird's Gott sei Dank entspannt. Oh, wenn man draußen nichts mehr machen kann. Und dann hier sich schön zurücklehnen kann. Im Winter kommen auch die ganzen Spiele. Ach, das wird schön. Im Oktober kommt erstmal der LS. Ich glaube, im Oktober müsste das sein. Ach, hier unten liegt da noch mehr Gras. Eieiei. Ist im Oktober das Wetter? In der Regel? Scheiße, oder? Das kann noch gut sein, wenn... Also, der ganzen letzten Jahre war eigentlich immer schöner Oktober. Goldener Oktober nennt sich das doch immer. Ja, wollte gerade sagen. Okay.
Kommt immer drauf an. Ich glaube, letztes Jahr im Oktober war meine Freundin noch bei mir einmal zu Hause auf Besuch gewesen. Da sind wir, glaube ich, auch noch in der Badeanstalt gewesen, weil die noch offen hatte. Weil es auch noch so warm war. Was, im Freibad? Ja. Boah. Da war das bei uns auch so knüppelwarm gewesen. Okay. Na ja, gut, ja, wir sind erstmal fertig. Ja, liebe Leute, dann war's für heute. Wir wünschen euch ein schönes Restwochenende und sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.